Ja, hallo und zu einer neuen Folge. Ich spiele hier mal ein bisschen The Forest mit der Axt. Ja, passend dazu habe ich auch schon mal die Axt in der Hand. Und ich zeige euch hier was Feines, was mit dem heutigen Patch mitkam. Also heute ist Release-Tag vom Patch 0.06 von The Forest. Ja, ich habe mich ein bisschen beim Übersetzen der Patch Notes dann doch gewundert, muss ich zugeben, was hier diese sogenannten Real Caustics im Wasser sind, ja. Haben mir auch dann ein bisschen Übersetzung zu Rate gezogen, aber im Endeffekt bin ich da nicht wirklich weitergekommen. Oh, ja. Hier im Spiel sehen wir es wunderbar. Ich spring mal rein hier ins Wasser. Ja, tauch mal wieder auf. Das hier sind Caustics, ja, Real Caustics. Die realistische Berechnung von Lichtbrechung und ich weiß nicht was alles noch, ja. Wahrscheinlich hat es mit Lichtbrechen tatsächlich nichts zu tun, sondern einfach wie das Licht irgendwo ausschlägt. Weiß der Geier was ist. Aber es sieht hier ganz nett aus, ja. Ich demonstriere ich das mal kurz, wie das aussieht, wenn wir hier die Caustics wieder abdrehen. Hier Water Caustics kann man hier wunderbar deaktivieren. Ja. So sieht das hier aus, ne? Ein bisschen komisch wohl. Ja. Ja, ich möchte fast mal meinen, das sieht hier noch übler aus als in den Vorversionen, aber gut, kann mich jetzt täuschen. Und ich stelle auch mal direkt hier Water Caustics wieder zurück. Tada! Ja, sieht doch ein bisschen anders aus, ne? Ich find's nett. Ich muss doch ehrlich zugeben, ich find's doch tatsächlich nett. Ja, das Ganze lässt sich, wie ihr vorher wahrscheinlich bei meinem Blafasel ein bisschen gesehen habt, wunderbar auch von außen beobachten. Ja. Ja. Das war's auch schon mal wieder mit der Axt. Ja, im neuen The Forest 0.06. Ich wünsche euch noch was. Ciao!